Hier haben wir den in der Online, den Weinsberg. Sweet Pepper heißt der. Schaut euch mal hier diesen Kühlergrill an. Also der ist ja mal mega schön. Also habe ich vorher noch bei keinem gesehen. Also das ist hier wirklich Premium. Das ist auch die Online von Weinsberg. Ja, er hat auch schöne Felgen, sieht auch schön aus, wuchtig, schön groß, teilintegrierter. Gut, der wird nochmal ein Update kriegen, denke ich. Genau. Und ja, was haben wir denn hier? Wie groß ist er denn? Wollen wir nochmal? Der ist, hat 6,98, glaube ich, genau. 6,98 Länge, 640 MEG, hast du, glaube ich, schon gesagt. Ne? Das ist der Suite. Mhm. Der ist ein bisschen besonders, hat eine coolere Außenausstattung. Also Grill hast du gerade schon gezeigt. Ja, genau. Den schönen Mercedes-Grill. Innen, ich war gerade schon mal gucken, ist er auch sehr, sehr schön. Ja, gehen wir mal rein. Ja, ich finde, es hat von Anfang an ein sehr schönes Raumgefühl. Ich finde die Sitze sehr edel gelöst in einer Kombi aus Leder und Stoff. Und schön breit die Sitze auch. Schön, schön breit, der Tisch auch schön. Der hat eine Innenbreite von 2,12. Ja. Was hier sehr schön gelöst ist, ist auch, das mag ich, dieser Stauraum nochmal, genau, um Dinge abzustellen. Und trotzdem hast du ein tolles Führerhaus, eine, ja, sehr, sehr schöne Größe, auch wieder Getränkefächer. Mega, ich finde auch, sieht sehr schön aus, dieses Display. Ja. Also sehr edel. Ja, das neue Navi-System von Mercedes. Und hier hast du noch mal Platz, hier hast du noch mehr Platz. Also hier ist nichts, hier kannst du wirklich ebene Fläche. Also absolut. Richtig schön. Und wie gesagt, wir haben hier drei Betten. Nicht nur zwei, das nächste Bett zeigen wir euch dann auch noch. Zwei Betten, aber für vier Personen zum Liegen. Für vier so Personen, muss man es genau, eigentlich sagen. Richtig. Gas, drei Flammen. Koch. Ja, genau. Kochfeld. Gasverzündung, alles. Perry steht jetzt unter dem Hochbett und ja, er steht noch. Er ist 1,93 groß. Ja, ein bisschen. Stehen, ich zeig mal. Genau. Hier. Gerade so, ja, aber er steht. So, aber ich stehe noch. Es ist noch okay. Ich bin jetzt nicht komplett, genau, hier in den Modus, wo ich jetzt hier mich bücken muss. Es geht. Wir zeigen euch noch mal das Bett. Du nimmst mal die Kamera. Ich übernehme jetzt, genau, damit der Perry das Hochbett mal runter. Ich lasse jetzt mal das Hochbett. Es geht ganz leicht. Hier haben wir den Griff einfach nach außen und dann zieht man das hier so runter. Und dann hat man eine schöne Liegefläche. Ja, also zeig mir das nochmal, da zeige ich das nochmal vom Nahen. Hier hat man auch seinen Fernseher, TV, man kann auch Fernsehen schauen, aber da hat man nochmal Ablageflächen, selbstverständlich. Panoramafenster. Panoramafenster und ja, da auch nochmal Ablageflächen, das ist jetzt schlau gelöst. Und hier die neue Truma eNext Ready, haben wir uns auch gerade vorstellen lassen von einem Truma-Mitarbeiter. Also richtig schön, wo man alles hier steuern kann. Übrigens, dieses Fahrzeug ist aus Levi Ready, steht auch hier irgendwo, wo steht es? Ach, da steht es. Heißt also, hier fallen euch keine Gläser hin oder so. Die bleiben alle am Platz. Ja, dann würde ich es einmal nochmal hoch machen. Geht ganz einfach. Das Knöpfchen wieder drücken, nach außen und wieder hoch. Und dann wird das hier nochmal zur Sicherheit, wird das nochmal hier festgemacht. Ich finde jetzt die Gurte nicht, aber das hatten wir schon mal gesehen. Wird hier nochmal festgemacht und da kann nichts passieren. Und unter dem Hubbett haben wir natürlich auch hier die ganzen Spots, die Lichter. Und, jetzt übernimmst du nochmal und zeigst mal das schöne Bad. Zeigen wir uns nochmal das schöne Bad, genau, mach mal auf die Türe. Ja, auch sehr hochwertig. Hier das Bad, ja, ganz normales Raumbad. Hier, das kann man dann hier zumachen mit diesem Dingsbums hier. Fällt mir jetzt gar nicht ein, sorry, wir haben ein bisschen Messe jetzt hinter uns. Hier haben wir das Schwenklo und hier auch Badezimmer hier, ihr wisst, was ich meine, Spüle und so weiter. Und Waschbecken. Waschbecken, genau, dankeschön. Das Waschbecken, groß genug. Also ich finde, das ist völlig okay, ausreichend. Hier haben wir noch den Spiegelschrank. Ja, genügend Staufläche haben wir hier auch, alles vorhanden. Und der Knopf hier, der muss für irgendwas gut sein. Also damit muss man irgendwas, genau, damit macht man das wieder zu, denke ich mal. Das müssen wir wieder zudrehen. Also irgendwas kann man damit einfahren oder ausfahren. Ah, genau hier, das kann man machen. Das Waschbecken kann man nach rechts ziehen und dann hat man komplett den Platz zum Duschen frei. Genau, da macht das auch alles Sinn, dass man das hier dann auch ordentlich zumachen kann. Und hier, ja, und auf der anderen Seite gibt es auch nochmal, also dass man dann auch gescheit duschen kann. Also sprich hier das auch nochmal aufklappen, das hier zu. Und dann macht das alles Sinn, würde ich sagen. So. Ja, ist schön, gefällt mir. Und wie gesagt, der Knüppel hier ist dafür da, dass man das Waschbecken hier nach links ziehen kann und somit Platz hat, um auf den Lokus zu gehen, wie man so schön sagt.
So, machen wir mal die Türe wieder zu. Zeigen wir vielleicht noch mal ganz kurz die Schubladen. Genau, die Schubladen. Zum einen, finde ich, haben die eine sehr schöne Optik. Ja. Ich mag die Farbe. Die sieht sehr edel aus. Man darf nicht vergessen, den Teppich. Das Design. Genau, den Teppich kann man ja drin haben, muss man aber nicht. Eigentlich ist er mit Laminat ausgestattet. Ja, kann ich auch mal zeigen. Insofern, genau, so ist eigentlich, zum Schutz. Ist eigentlich zum Schutz. Und da passt natürlich diese Optik sehr schön auch zu den Sitzen und so weiter. Und schaut mal, wie tief die Schubladen sind. Soft Close ist klar, ist mittlerweile Standard. Wunderschön, ja. Sehr edel gemacht, da kriegt man wirklich was unter. Ja. Ja. Man hat natürlich jetzt hier durch das Hubbett nur einen kleinen Schrank oben für die Küche. Aber auch der ist tief und hoch vor allem auch. Genau. Das reicht. Der Kühlschrank, das ist der, Standard, unser Tedford-Kühlschrank. Ja, aber hier wirklich sehr schön, auch mit Gefrierfach wieder. Genau, der funktioniert, der haben wir auch. Und der funktioniert, genau. Der ist super, der Kühlschrank, ja. Der macht auch schön Galt. Und jetzt. Smart TV hier, 24 Zoll, sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Breite Bank, breiter Tisch. Genau, und was ich gerade gesehen habe, was mir mega gut gefällt, wir haben ja ein ähnliches Bett im Knaus. Also zum einen hier die Liegefläche ist ein bisschen kürzer, aber die Liegefläche ist 1,95 Meter lang. Da passt also Perry sehr, sehr locker hin. Und wir mögen das ja lieber als ganzes Bett. Da, so ist es ja getrennt. Wir haben beim Knaus das Thema, dass es eine Platte ist, die man raus und rein machen muss. Und das nervt uns ein bisschen. Deswegen lassen wir es entweder drin oder draußen. Aber wenn sie drin ist, kommt man da hinten nicht mehr dran. Und hier ist das sehr schön gelöst, indem man einfach nur diesen Lattenrost rauszieht. Dann das Polster, ich mache das mal richtig rum, wieder reinmacht. Und schon hat man die komplette Liegefläche. Und man hat sogar eine Treppe. Genau, jetzt praktiziere ich das mal, weil das ist nämlich das, worauf es dann im Alltag und in der Praxis ankommt. Ich schiebe das wieder zurück, habe hier die Treppe dran, die geht auch wieder zurück und ich gehe hier hoch und komme an die Schränke dran. Kann alles aus- und einladen, ohne dass ich hier drauf krabbeln muss. Ja. Das ist unglaublich geschickt gelöst, weil das hier einfach schnell geht. Genau. Und ihr wisst ja, wie das ist. Man will ja immer nicht. Schöne Schränke haben wir auch. Genau. Und an den Seiten links und rechts jeweils hier nochmal Staufläche. Ohne Ende Steckdosen, USB sehe ich da vorne, da hinten. Auch hier die Kopfhöhe, hier stößt man sich nicht den Kopf. Ja. Ja, das ist eine ordentliche Höhe, um drunter zu schlafen, das muss man wirklich sagen. Schönes Fenster auch nochmal hier oben. Ja, und das Licht ist jetzt, kann es nicht sehen, aber es ist ein großes Dachfenster. Genau, und hier, wie gesagt, die kann man natürlich abnehmen, die Treppe, aber muss man eigentlich gar nicht, weil die stört nicht. Das ist unglaublich geil, die stört einfach nicht. Ja. Hier an der Seite noch Schränke. Genau. Mit sehr, sehr viel Platz, wie ich finde. Ja. Film da noch mal ganz kurz rein. Ja. Sehr viel Platz. Ja, kann man noch richtig was unterbringen. Ja. Und ich finde das auch sehr praktikabel, weil das einfach sehr schnell auf und zu ist. Das mag ich ehrlich gesagt. Jetzt gucke ich mal, ob man da von oben auch dran kommt. Nee, das ist nicht von oben, aber das macht nichts. Das reicht. Okay, gut. So, hier vorne, das hat mir schon abgefilmt. Mercedes-Basis Navi, großes Dachfenster, hier nochmal Staufläche, ja, für den Technikraum, ja, schön Tiefe, die auch, ups, das war ein bisschen zu fest von meiner Seite, aber da sieht man wieder super Möbelausbau. Und hier kann man sich hier nochmal feststellen, also hier nochmal vier Personen und die kann man auch schön schwenken. So, jetzt gehen wir mal raus, schauen uns mal die Garage an. So, hier ist jetzt die Garage, mach's mal bitte auf. Wir schauen uns jetzt auch mal im Detail an. Ja, schön groß. Geräumig auf beiden Seiten sehe ich Garagentüren gleich groß. Ja, hier kommen Fahrräder, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Und hier auch nochmal Staufläche. Auch schön tief. Ja, also das passt. Das sieht richtig gut aus. Ja, das gefällt uns. So, jetzt haben wir uns mal den Poppes noch an. Vom Weinsberg, auch schönes Design hinten. Rückfahrkamera hat er auch wieder. Rückfahrkamera hat er auch, genau. Ja, und hier nochmal, das finde ich auch ein schönes Detail. Hier ist ein bisschen so erhoben ist das Logo von Weinsberg. Mercedes, klar, der Stern. Klasse. Muss drauf. Ja, Fenster wieder auf beiden Seiten. Entweder auf beiden Seiten bestellbar oder auf einer. Kann man so oder so, kann man sich alles konfigurieren. Trittstufe hier. Hat er auch, wie gesagt, Mini. Alkoven und eine Trittstufe hatte ich auch eine schöne. Die habe ich noch gar nicht gesehen gerade. Die finde ich auch sehr praktisch. Ja. Und da oben auf die Satellitschüssel, wie gesagt, ist der Weinsberg Edition. Ja, was natürlich wirklich, also wir haben es am Anfang schon mal gezeigt, dass es natürlich
Genau. Und jetzt mal im Ganzen nochmal das Gefährt. Ja, das ist ein richtig schönes Auto.